Hallo liebe Fotofreunde, viele von euch kennen den Bildband vom Fotowettbewerb 2023 und nun habe ich auch den Bildband vom Fotowettbewerb 2024 in Händen. Wir haben erst vor kurzem mit dem Sieger des Wettbewerbs gesprochen und auch mit der Zweitplatzierten, mit Susanne Wisnet und mit Lars Kramer. Und das ist natürlich für euch eine Möglichkeit, euch selbst weiterzuentwickeln, indem ihr die Fotos auf diesem Bildband immer wieder analysiert. Und der wird wahrscheinlich auch in eine Fotobibliothek hineingesteckt. Und immer wieder kann man daraus lernen. Lerne von den Besten. Warum macht unser Team überhaupt Fotowettbewerbe für unsere Teilnehmer von den Fotokursen, genauso wie für unsere Zuseher hier im Kanal? Weil wir der Meinung sind, dass Fotowettbewerbe eine gute Möglichkeit für dich sind, ganz einfach Feedback zu bekommen. Ein kumuliertes Feedback von einer Jury, beziehungsweise in unserem Fall auch von unseren Zusehern im Kanal. Damit kannst du einmal sehen, ob deine Fotos auch in der Allgemeinheit gut ankommen. Und wer sich die Fotos immer wieder anschaut, die eigenen und auch die von anderen Fotografinnen und Fotografen, hat die Möglichkeit, durch diese Fotoanalyse wirklich von der Leistung her zu wachsen. Präsentation deiner Fotos ist natürlich auch möglich, weil in unserem Fall ja dieser Fotowettbewerb nicht irgendwo verschwindet, sondern durch den Bildband natürlich auch für alle Zuseher und Teilnehmer unserer Fotokurse eine Möglichkeit bietet, immer wieder die Fotos der besten Teilnehmer zu analysieren und selbst daran zu wachsen. Weiters kannst du natürlich, wenn du dann schon zufrieden bist mit deiner Leistung, auch deinen eigenen Bekanntheitsgrad als Fotografin oder Fotograf steigern. Und manche von euch wollen ja auch später vielleicht sogar Berufsfotograf oder Fotokünstler werden. Weiters hast du die Möglichkeit, durch Fotowettbewerbe dich zu vernetzen, nicht während des Wettbewerbes, aber nach dem Wettbewerb. Weil wenn jetzt jemand deine Fotos findet und meint, dass er jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, dann hast du natürlich durch die Internetpräsenz die Möglichkeit, dich wirklich mit Kunden, vielleicht auch zukünftigen Kunden, ganz einfach zu vernetzen. Das führt uns dann auch teilweise zum Verkauf deiner Fotos, weil du kannst deine Fotos natürlich als Poster verkaufen, als Ansichtskarte, als Leinwandbild und so weiter und so fort. Natürlich kannst du dich dann auch, wenn du einen Gewerbeschein hast, selbst als Fotografin oder Fotograf bei deinen Kunden bewerben. Und auch hier hilft natürlich, auch wenn man schon professionell arbeitet, das ständige Lernen und ständige Weiterarbeiten an Fotoprojekten. Und das ermöglicht dir wiederum, die Fotoanalyse deiner eigenen Fotos und der Fotos anderer Fotografinnen und Fotografen. Somit haben wir die Möglichkeit, dadurch gemeinsam alle miteinander zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Wenn du allerdings sagst, nein, ich muss das nicht in die Bibliothek stellen, mir reicht die digitale Form dieser Fotos, dann gibt es das natürlich auch als E-Book, entweder in einem Online-Shop bzw. als Printausgabe in deiner Buchhandlung zu bestellen. Ob das noch vor Weihnachten möglich ist, dass das Buch rechtzeitig noch zu Weihnachten kommt, das weiß ich nicht. Ich denke, das wird dann eher im Jänner sein, wenn du es bekommen wirst. Aber wenn du dir selbst ein schönes Geschenk machen möchtest, ist das doch eine Möglichkeit. Und am besten ist, du nimmst gleich beide mit, sofern du den einen noch nicht hast. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit und
Weiterhin viel Erfolg mit euren Fotos. Wenn dir das gefällt, dann freut es mich, wenn du uns einen Daumen nach oben gibst und abonnierst, Glocke nicht vergisst und in Zukunft nichts mehr auf diesem Kanal versäumen wirst.